Ist das die Bäckerei der Zukunft? Bist du das? Hä? Wie bist du aus deiner... Nein, du bist nicht sie, nur ein weiterer ungebetener Gast. Oh, werte Dame, seid ihr die Inhaberin dieses Etablissements? Wir wollen einen Kuchen kaufen. Kuchen? Warum wollen immer alle den Kuchen? Sie haben also einen Kuchen. Wir können zahlen. Ja. Ja, ihr werdet zahlen. Doch erst ein Test. Willkommen im computergestützten Enrichment Center von Aperture Science. Stimmen aus dem Himmel? Das ist faszinierend. Boah. Ja, willkommen zurück, ihr lieben Portal-Homies. Wir sind bei Part 21, meiner Lieblingszahl, bei dem Level, auf dem ich nämlich am meisten gefreut habe. Und der Kuchen hat jetzt tatsächlich was mit dem Portal-Level zu tun und ich bin hin und weg. So. Testsubjekte, die nicht verdampft werden möchten, sollten die Wärmeleitstrahlen meiden. Okay. Willst du verdampft werden? Nee, ich werde die Wärme... Oh, guck mal, wir spielen schon 45 Sekunden. Ich kriege das schon raus. Ich bin schließlich Batman. Nicht mehr. Oh. Tut mir leid, ich muss hier alles kaputt machen. Das weißt du, ne? Ja, ja, schon. Das stört nur GLaDOS. Außerdem macht Cell eigentlich auch nichts anderes. Ich finde ja, das ganze Spiel könnte aus Portal bestehen. Das habe ich schon beim DLC. Ist gar kein DLC, ein KLC. Ein Kaufload. So. Dann nehme ich mal die weiblichen Charakter und du kannst die männlichen nehmen. Dann kannst du bei deinem Pärchen bleiben. Ach Mist. Hier haben wir noch den DeLorean vom letzten Mal stehen. Als ich noch nicht entführt war, habe ich noch keinen Führerschein gemacht. Und da war sie weg. So funktioniert das aber nicht. Ach, das ist mir ja egal. Jetzt schon. So, dann schicke ich... Was? Ich schicke Batman. Batman. The Backflip Man. Das Testsubjekt hätte es nicht schaffen sollen, dieses Gebiet ohne Hilfe des mobilen Portalgeräts von Aperture Science zu erreichen. Bitte versuche, den gewichteten Speicherkubus auf dem 1500 Megawatt schweren Superkollisions-Superknopf von Aperture Science zu platzieren. Nicht autorisiertes Portal entdeckt. Bis die Ursache gefunden wird, bitte den Aperture Science-Schalter betätigen. Ja, ich bin total hin und weg. Ja, das ist ja genau deins. So. Kann ich das nicht zerschießen? Wie? Ja, ich bin Batman, ich bin was Besonderes. Fehler entdeckt. Bitte begib dich nach jedem Test in die Kammerschleuse. Hast du auf den Knopf gedrückt? Hier. Ich jetzt bin. Dann. Tja, das hast du verkackt. Hui. Auf
Hoffentlich war das Rätsel nicht zu schwer. Das Testsubjekt hätte es nicht schaffen sollen, den gewichteten Speicherkubus zu bewegen. Ich glaube, GLaDOS... Batman haben wir eingeschlossen. Ich glaube, GLaDOS kommt damit nicht klar, dass... Hallo? Ja, hi. Bist du behindert, du alter Mann? Zu meiner Zeit durfte man das noch. So. Eine die Starrie kann man nicht austricksen. Dann bleiben wir bei unserer Tradition. Tschüss, Batman. Batman ist ja nicht mehr in der Nähe. Du schlägst dich sehr gut. Damit will ich andeuten, dass ich denke, du hast beim letzten Test geschummelt. Schummeln ist schlecht. Wer schummelt, der verliert. Seine Freiheit zum Beispiel, seinen Verstand oder ein paar Zähne. Ich werde dein Verhalten künftig genauer beobachten. Okay. Aber nun weiter zum nächsten Test. Ich hab mich lieb. Boah, hast du gesehen, wie ich dich präzisionsmäßig getroffen habe, obwohl ich das gar nicht wollte? Du hast mich ja gar nicht getroffen. Doch, das hast du nur nicht gesehen, das war zu schnell. Ja, natürlich. Das muss sein. So, Alter, ich finde immer Sachen für Batman. Ja. Kann doch nicht sein. Boah, wenn ich das sehe, ne, dann bekomme ich gleich wieder Bock zu spielen. Das ist voll schlimm. Ja, dann musst du mal wieder spielen. Das Tolle ist, dadurch, dass jeder Levels basteln kann, gibt es unendlich viele Testkammern. Ja, klar. Was haben wir hier? Ach, ein Core. Ach so, wir sammeln hier Cores. Na, warum auch nicht? Bietet sich ja irgendwie an. Weltraum. Okay. Schau mal. Haben wir schon drei? Und Schwebe. Uns fehlt noch einer. Alter, was hast du denn heute mit deiner Gravitation, Batman? Keine Ahnung. Hier kommt der dritte wahrscheinlich. Du hast alles kaputt gemacht. Ja. Und ich bin gegen die Wand gefahren. Ja. Ah. Habe ich auch gesagt, hier kommt der dritte. Das war nur zu logisch. Links blau, rechts grün, Mitte rot. Die Dinger leuchten aber noch. So. Ich mach mich rot. Ja. Ach so. Hä? Das passt jetzt gerade nicht in meine Logik. Nee, irgendwie nicht. Was? Wieso sind wir denn jetzt? Ach, warte mal, ich glaube, das kann man hier auswechseln. Ah. Das ist neu. Ja. Oh. Okay. Dann, Batman. Keine Farbe. Auch kein. Hä? Wie wechseln wir das denn? So. Ah. Man muss das Steuerkreuz berühren. Ja. Kann ich ja gar nicht. Achso, ja, doch. Ich muss gerade erstmal drüber nachdenken. Und Gandalf muss rot, ne? Seh nur, wie wir zusammen wissenschaftliche Entdeckungen machen. Bitte benutze die Katapultplattform, um fortzufahren. Aber Vorsicht, es könnte sein, dass du das zugelassene Maximalgewicht überschreitest. Das zugelassene Maximalgewicht von 20. So, Vorsicht. Brauchen wir das jetzt? Das brauchen wir hinterher wahrscheinlich noch.
spannend. So. Hui. Erstmal nach oben gucken. Ich habe immer an dich und an deine Fähigkeit geglaubt, genau ja. das zu tun, was du getan hast. Ich glaube, dieses Ding kann nur eine Sprache, Sarkasmus. Ich mag dieses Ding mit nur einer Sprache. Ach Mist, ich wollte da so ein dringendes Ding dran klatschen. Jetzt brauchen wir bestimmt Wasser. Pflanze? Spring mal. Oh. Und auch nicht. ein Rätsel. Ups. Jetzt hast du alles kaputt gemacht. Ach Mist. Komm hier. Lande ich da oben wieder. Eine Rundfahrt mache ich jetzt aber noch mal. Ach, mach mich mal Hallo. Ich kann nicht Antifeuer werden. Na dann. Jetzt musst du, glaube ich, wieder was. Oder ist das schon wieder so ein... Boom. Gut gemacht. Jedoch sieht es ganz so aus, als würdest du für die Tests Fähigkeiten benutzen, die nicht in meiner Datenbank aufgeführt sind. Oder kurz, du schummelst. Tschüss, Batman. Nein. Ich schummel gar nicht. Jetzt sind den Test... Für dein Schummeln habe ich im nächsten Test... mehrere Aperture Science Geschütztürme installiert. Du hast mir leider keine andere Wahl gelassen. Das tut mir Mist. Sehr leid. Diese Tests werden immer tödlicher. Das war jetzt ein Timing. Diese Tests werden immer tödlicher. Patsch. Oh, wie schön. Ach du Scheiße. Die Dinger funktionieren. Okay. Danke für diesen Test. Komm, Batman. Zeig mir deinen Haken. Ja, da kommt nichts raus. Ist das dieser unsichtbare? Mal gucken, was wir finden. Ich sehe ein Baum. Macht diese Dinger auf mich schießen? Nehmt das hier, Flegel! Wildstyle spackt da hinten herum. Was war das? Etwa ein weiteres nicht autorisiertes Testsubjekt? Wie soll ich den Test mit so vielen Variablen durchführen? Tja, wir fordern dich halt mal ein bisschen. Was war denn das? Ach, größer, kleiner Dings, ne? Mhm. Schauen wir uns mal um, würde ich sagen. Hier müssen wir auf jeden Fall kleiner sein. Hallo, ich bin Batman! Ich bin ein... Oh. Oh nein, wo bist du bloß hin? Ich kann dich nirgends sehen. Wie konntest du nur entkommen?
Du bist dir der Zoom-Funktion der Kameras schon bewusst, oder? Oh, die Armen. Boom. Möchtest du da wieder raus? Seufz. Stationiere außerordentlich tödlichen Mega-Geschützturm-Prototypen in 3, 2, 1. Ich habe meinen eigenen Geschützturm. Wie das aussieht. Das ist ein Lettering. Was müssen wir denn hier machen? Also man kann das jetzt auch mit Homer zerstören, aber eigentlich muss Homer ja nicht gekauft werden. Ich glaube, das Werkzeug für diese Aufgabe ist in einem anderen Anzug. Ach, wir brauchen Gandalf. Und warte mal. Springen, werde ich groß. Wenn ich rausspringe. Du hast da eindeutig ein Problem. Naja, der Anzug ist eingelaufen. Jetzt brauchen wir Gandalf. Eine Aufgabe für einen Zauberer. Ja. Ach Mist. Nimm du mal Wildstyle, bitte. Draufdrücken. Das computergestützte Enrichment Center von Apatio Science gratuliert zu einer weiteren großartigen Leistung. Toll gemacht. Gut. Hallo. Tja. Ich töte Batman. 3, 2, 1. Nein. Tja. So wie das aussieht. Tschüss, Batman. Diese Testkammer ist unmöglich. Das Enrichment Center entschuldigt sich für diese offensichtlich fehlerhafte Testkammer. Okay, das habe ich schon mal gehört. Oh mein. Warum wundert mich das nicht? Oh, man fängt selbst an mit dieser Betonung. Warum wundert mich das nicht? Das ist aber nicht wirklich berühmt, muss ich sagen. Also ich fange damit noch nicht an. Ich finde das irgendwie einladend. Dum, dum, dum. So. Ich weiß auch nicht warum, aber irgendwie. Was haben wir denn hier jetzt für einen Test? Nee, was mit Farben haben wir noch nicht. Das sind doch. Aber Elementares haben wir hier gerade noch nicht, ne? Vielleicht doch erstmal das. Jetzt
springt der Spacko da unten runter. So. Und... Och, Sill. Och, Gandalf. Manuel, warte mal. Wir müssen erstmal an... Warte mal. Die sind irgendwie links, noch, Mitte, rechts. Die sind irgendwie noch gar nicht verbunden. Dann suchen wir doch erstmal was. Ach, wir sind im roten Bereich. Klar, dass wir nichts finden. Hier wird's grüner. Und durch meine Telekinese finde ich eine U-Bahn. Eine. Okay. Das habe ich jetzt nicht gesagt. Okay. Repariert. Wundervoll. Als ich sagte, dass es unmöglich sei, war das ein Scherz. Teil des Tests. Du hast nicht einfach aufgegeben. Du hast weitergemacht. Obwohl du wusstest, dass es sinnlos ist. Sinnlos wie du. Drei, zwei, eins. Wow. Haha. Wir sind voll die Pros. So, aktivierst du mal den Schalter? Wie war das? Ja, ich hab das endlich. Du kannst das sammeln, das schickst du mich einfach mal hier durch den Portal. Du Schlingel, du. Nee, ist ja schon drin. Schnell, geh da weg! So. Ja. So geht das. Also Rätselspiele sind bei mir immer gut. Jetzt klopfst du dir sicher selbst auf die Schulter. Ja. Testsubjekt, hier Namen einfügen, muss der ganze Stolz von hier Namen des Vaters einfügen sein. Ja, genau so. Ach, übrigens, tschüss. Mir gefallen eher die Sprüche. Batman. Tschüss, Batman? Oh, ich bin daneben gerannt. Zerstört. Viele Speicherpunkte. Ja. Für den nächsten Test wurde der Raum mit Wärmeleitstrahlen ausgestattet. Zum Schutz der Gesundheit soll der Kontakt mit den Lasern angeblich vermieden werden. Die Abteilung für Gesundheitsschutz ist allerdings geschlossen. Deshalb ignorieren wir solche Hinweise. Ja, Testkammer 5 von 10, sehe ich das richtig? Dann habe ich ja noch zur Hälfte Spaß. Ich habe hier noch nichts mit Portalen gesehen. Irgendwie. Also ich meine, es ist ja nicht so, dass man hier unbedingt ein Portal-Figürchen braucht. Aber... Oh, hier ist der Stuhl vom Richman. Ich bin hier. Und wie fühlst du dich auf dem Stuhl von Richman? Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Ja, ist es. Ist immer gut. Wow. Das war jetzt so unspektakulär wie ja. Du in Unterwäsche. Hallo? Vielleicht sollten wir hier erstmal was aktivieren. Nichts gegen meine Batman-Unterwäsche. Die vom Primarkt ist. Ich
keine Unterwäsche von Primark. Nein. Primark gehört dir. Ruhezustand. Nein, ich wollte den blauen Stud nur wiederholen. So geht's auch. Hallo, wieso finde ich nichts? Hä? Nee, hier wird's wieder gelb. Hier wird's grün, grüner, gelber. Muss hier in dem Bereich sein. Oder da drinnen. Oder auch nicht. So, dann hätten wir den Stein gefunden. Mal gucken, was wir uns jetzt herbeibeschwören. Ich rufe dich! Homer? Mein bestes Pokémon. Das war nicht Teil des Tests. Die Testumgebung wurde beschädigt. Als Wiedergutmachung wirst du 9999 zusätzliche Tage mit Tests verbringen. Ich hoffe, du hast dir einen Imbiss mitgebracht. Ja. Du drehst am Rad. Ja. Wir brauchen den alten Weisen. Hier mit dem Stab einfach in der Luft rumkummelt. Wenn ich das jetzt hier fallen lasse. Oh. Mist. So, ich drehe auch mal am Rad. Ja. In die andere Richtung drehe ich. Ja, bitte. In die andere Richtung drehe ich. So, du darfst weitermachen. Wofür haben wir denn groß und klein? Hallo? Ich kann so klein nicht schieben. Ich bin Gandalf der Große. Lass das Papi machen. Gut gemacht, Papi. Ich glaube, das müssen wir noch lösen. Was du nicht sagst! Nein, ich meine, da müssen wir jetzt die Farben für machen, aber das haben wir noch nicht. Wo brauchen wir jetzt groß und klein? Ja, hier. Na danke, ich komme hier nicht durch. Doch, du bist Batman. Tatsache, ich bin Batman. Ich muss da hochklettern, muss ein bisschen weiter nach links gehen. Hä? Ist das kletterbar? Ja. Oh, das habe ich nicht gesehen. Da brauche ich meine Brille für Alte. Hör auf, dich ins Bild zu drängeln. Nein, ich bin keine Fliege. Ich bin Gandalf. Die Stuben, der Stubengraue. Ich habe vorhin mitbekommen, wie die Leser darüber sprachen, wie toll sie dich finden. Ihr solltet euch wirklich mal treffen. Oh ja. Ich habe mich schon immer mal gefreut, mit Lasern zu reden, weil die haben immer so heiße Gespräche. Ja. Du könntest es auch aktivieren. Ja, ich hab die ganze Zeit woanders. So. Wildstiele muss rot werden. Ich muss gelb werden. Kannst du das nicht mit deinem Batarang irgendwie kaputt machen? Ne, von der anderen Seite? Nee, hier von hier so. Puh. Ah nee, die töten dich mit einem Schuss. Ah. Was muss ich denn da jetzt? Du kannst dich doch unsichtbar machen, oder Batman? Moment, ich
Ja, das ist auf jeden Fall der richtige. Ja, das geht ja durch die Laser durch. So gut bin ich. Keine Ahnung, was ich tue, aber es funktioniert. Flammenleitstrahlen eignen sich ausgezeichnet für operative Eingriffe zur Verbesserung der Sehfähigkeit. Versuch es mal. So. Und damit hätten wir das Rätsel fast gelöst. Ich glaube, das muss. Wir sollten. So. Es wird Zeit, dass wir den Plan erstmal beenden. Ey, gut, dass du auf die Uhr achtest. Ja, dann beenden wir mal den Part, bevor wir hier dieses starke Rätsel lösen. Hallo, Beendung. Bis zum nächsten Mal. Damit ihr seht, wie wir das hinkriegen. Und tschö. Ciao.